Hallo, da bin ich wieder bei meinem Let's Play Remember Me. Im letzten Teil sind wir angekommen, haben einen komischen Typen getroffen, der sehr viele von uns hält. Und er hatte schon Angst, dass ich ihm die Erinnerung lösche, dass wir uns getroffen haben. Ja, alles klar. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss mich hier wahrscheinlich hier draufstellen. Und dann dort Kreis drücken, aber ich möchte mich nur ganz kurz hier umschauen, ob hier noch irgendetwas ist, wie zum Beispiel einen komischen Patch oder so. Hallo, Nille. Wenn alles nach Plan lief, hast du gerade mit mir gesprochen und nun Zugang zu dieser Reminiszene. Mach genau, was ich tue. Dann kannst du dir einen Weg zu deinem Ziel bahnen. Ich hoffe, du bist bereit. Es geht los. Okay. Und das heißt? Na toll. Dein Sensen überlagert deine Umgebung mit meinen Erinnerungen von diesem Ort. Mit deinem Handschuh synchronisierst du dich mit ihnen und kannst versteckte Informationen finden. Also gut, ich lass dich synchronisieren. Wir treffen uns drüben. Halten Sie eine 1 gedrückt und drücken Sie wiederholt Kreis, um die Informationen zu synchronisieren. Okay. Das heißt, ich weiß jetzt, wie man die Tür... Was? Alles klar. Ja, ich weiß, wo hinten kann ich hoch. Hier ist nichts. Nada, nente. Die blaue Anzeige ist Ihre Fokusanzeige. Sie gewinnen jedes Mal Fokus hinzu, wenn Sie einen Gegner treffen oder von einem Gegner getroffen werden. Hä? Was? Sie gewinnen jedes Mal Fokus hinzu, wenn Sie einen Gegner treffen oder von einem Gegner getroffen werden. Okay. Warnung. Außer Betrieb. Ja, okay. Wenn Sie Gegner überlasten, erhalten Sie einen Fokusbonus. Die Verwendung eines S-Impressums verbraucht eine Fokusbalken. Wow. Überlasten. Überlasst ihn doch. Mann, dann halt nicht. Gut. Erledigt. Gut. Gegen zwei Leute ist es wohl nicht ganz so schwer. Warnung außer Betrieb. Der andere Leiter, komme ich weiter. Achtung. Was? Achtung. Achtung. Drohnenbaustelle. Okay, und was soll ich jetzt hier? Hey, ich bin wieder da. So, spielen wir Folge dem Führer? L1 und... Da muss ich doch hintereinander machen. Okay, das heißt, ich muss jetzt... Ah ja, alles klar. Das heißt, ich muss jetzt das aktivieren. Verdammt. Dieser Leiter war total verrostet. Ich habe wohl zu viele Fuddels gefuttert. Du musst einen anderen Weg hier rauf finden. Öffnen. Oh ja, die Leiter geht nicht. Stimmt. Ah, das kann man natürlich auch machen. Und sie nach oben ziehen lassen. Oder so weit, wie es geht.
Also ab nach oben. Ich würde gerne mal den Boden sehen. Liegt hier etwas Interessantes für mich. Ja, danke fürs Nassmachen. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Oh, ein neuer Hinweis, oder wie? Okay, wo könnte das sein? Irgendwo ist da auf jeden Fall wieder ein Zip-Pack oder so. Wer weiß, wo das ist? Cutscene? Toll. Was toll. Wanted. Nillin, 300.000. Das ist der andere komische Typ, der auch gewanted ist. Warte, das will ich jetzt sehen. Und wenn ich jetzt hier wanted. Okay, der kriegt anscheinend, hat anscheinend keine Dings, kein Geld oder so. Da muss ich rüberspringen, will ich jetzt aber gerade nicht. Ich will mich noch kurz hier ein bisschen umsehen. Ah ja. Das muss ich ja auch noch machen. Wenn du den Drohnen begegnest, pass auf. Wenn du den Drohnen begegnest, pass auf. Die stellen keine Fragen, wenn du weißt, was ich meine. Hä? Welche Drohnen? Außerhalb ihrer Ortungskegel, dann bist du sicher. Das Problem ist nur, die Ortungskegel zu sehen. Ich habe ein Gerät gebaut, mit dem ich sie als Overlay auf meinem Sensen sehen kann. Jedes Mal, wenn du meine Reminiszene aktivierst, kannst du sie durch mein Gedächtnis sehen. Okay. Na gut. Moment mal. Dieser Ort hier kommt mir noch ziemlich bekannt vor. Ich glaube, ja, irgendwo hier ist sowas liegen. Ah, das ist das dritte. Das muss da drüben sein. Also schauen wir uns mal an. Nur ein kurzer Sprung bis zum Ziel. Ah, verdammt! So natürlich nicht. Irgendwie komischer Typ. Au. Okay, anscheinend ist das, ist das jetzt auch vorbei. So, ich will jetzt hier kurz hin. Genau, Set Patch. Desto mehr Gesundheitsbalken, umso besser für mich. Da liegt nix. War irgendwie klar. Und ich dachte schon, es ist jetzt ein Arzt, der meint, mich behandeln zu müssen. Dabei ist es kein Arzt gewesen. Mit Christmas Morde feierst du das ganze Jahr Weihnachten. Okay. Das höre ich mir jetzt nochmal an. Dieser Kid Christmas. Ich kannte ihn. Ein Gedächtnisjäger wie ich. Wahr. Nun die Schande deines Berufsstands. Ein potenzielles Genie, das seine Seele für Geld verkaufte. Okay. Na toll. Luftfeuchtigkeit 13%. Irgend so eine Tür, okay. Sonntag, 17.09.2084, Temperatur 19 Grad. Wundern die sich nicht, dass ich hier rumlaufe? Nein?
interessantes Porträt. Ach ja, genau. Hier war ich ja schon. Dann gehen wir dann da jetzt die Treppe hoch. Und hier ist wahrscheinlich das Sixpack. Das Zipatch. Das Focus Boost. Finden Sie 5 Focus Boost, einen zusätzlichen Fokusbalken zu erhalten. Na toll. Noch mehr solche Sachen. Ja, wo muss ich jetzt hin? Soll ich mit dem Aufzug fahren? Wenn das überhaupt ein Aufzug ist. Okay. Und Sprung. Okay, das sah nicht freundlich aus. Sprung! Oder ist es die Olga? Nein, natürlich nicht. Ich will nur... eine falsche Taste. Sensenraserei. Himmel. Gut, überlassen. Erinnerungsbelastung. Okay, was war's nochmal? Gut. Mama mia, ich habe knapp überlebt. Meine Uhr hat auch schon wieder geklingelt. Schlimm. Lass mal bitte los. Und irgendwie so einen Wegweiser geben, weil dann das wär's, wo ich lang muss. Ja, okay, hier komme ich her. Gut, dann gibt's eigentlich nur diesen einen Weg. Wie lange soll ich noch klettern? Kayori Sheridan bewundert ihr Werk gern vom Balkon aus. Okay. Folge weiter den Reminiszenen von Bad Request. Merkt man wohl nichts anderes übrig bleiben, was? Das Heilen sieht immer so cool aus. Gefahr, Achtung, Sturzgefahr. Ich sehe jetzt aber hier keine irgendwie Sachen von ihm. Welch ein Glück für mich, dass der sein Fenster zugemacht hat.
Na gut, Leute, wir sehen uns hier im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.